Laura tanzt den Schamanentanz. Eine zweite Tänzerin steht ihr zur Seite, aber Laura ist der Mittelpunkt der Aufführung. Laura hat das Down-Syndrom. Sprechen fällt ihr schwer. Der Tanz ist ihre Ausdrucksform. Ihre Eltern haben ihr Talent früh gefördert. Lauras Mutter managt die Auftritte und assistiert ihr hinter der Bühne. Gut, alles klar. Du hast das hier im Griff und ich höre jetzt auf, dir irgendwie da reinzureden. So. Mama hat keinen Nerv. Genau, Mama hat keinen Nerv. Genau. Grundsätzlich ist das schon eine unglaubliche Erleichterung zu sehen, wie professionell und wie geordnet sie vorgeht. Das ist schon toll. Man weiß, man kann sich auf sie verlassen. Ne? Das ist einfach, ja, das ist Inklusion. Davon habe ich immer geträumt, dass das möglich ist. Ne? Ja, dass Laura in so einem professionellen Feld bestehen kann. Kleine Tänzerin, du drehst und drehst. Ganz hinten gegeben. Lauras Vater ist Musiktherapeut. Er schreibt die Songs für sie. Auftritte vor großem Publikum hätte er sich früher nie zugetraut. Ich bin vorher gar nicht auf der Bühne gewesen. Ich habe das gemacht, um Laura praktisch eine Tanzausbildung zu ermöglichen und habe da dann erst auch meinen Künstler so entwickelt. Naja, kann immer gehen. Die habe ich noch gar nicht gesehen, die Bilder. Schön. Mal helfen. Laura ist 21 Jahre alt. Sie lebt in ihrer eigenen Welt. Die anderen Künstler wissen das und stellen sich auf sie ein. Das heißt, jede Aufführung ist anders. Es gibt zwar einen roten Faden, aber keine festen Abläufe. Also wir brauchen das Gespür, wo sie hin will. So, also diese Flexibilität brauchst du von uns. Was sie hat, sie kann sich dann super in dem Moment, das haben die ja diese Hingabe, in den Moment jetzt, puff, ja. Aber das ist dann ihr Thema. Und das war am Anfang die Schwierigkeit, dass wir gedacht haben, wir machen so eine Art Choreografie-Fahrplan so. Und das hat einfach dann nicht funktioniert. Lauras Mutter ist Tanztherapeutin. Die Professionalität auf der Bühne haben Laura und ihr Team Schritt für Schritt entwickelt. Laura ist in der Zeit von einer pubertierenden, jugendlichen Mädchen zu einer erwachsenen Frau geworden. Und da ist es gut, wenn die Mutterrolle auch verlässt. Und eigentlich hat mir diese künstlerische Arbeit und die Assistenz geholfen, auch immer wieder mal mein Muttersein loszulassen und sie als ein wirkliches Gegenüber zu sehen. Dass Laura überhaupt noch tanzen kann, ist großes Glück. Mit 17 hatte sie mehrere Hüftoperationen und saß monatelang im Rollstuhl. Doch jetzt ist alles gut. Ihre Auftritte sind häufig am Wochenende. Laura nimmt diese Tage mit Gelassenheit. Zeitdruck oder Lampenfieber sind ihr fremd. Die anderen passen sich ihrem Rhythmus an. Fang mich doch einmal ohne. Schau dich mal an, ob dir das so gefällt. Genügt das so oder möchtest du noch mehr? Mehr. Oben auch? Oh ja. Es war ein langer Weg, Laura in ihrem Anderssein wirklich so anzunehmen, wie sie ist. Die kreative Arbeit hat ihren Eltern dabei geholfen. Ihr Vater drückt das in einem besonderen Lied für sie aus. Das hat immer auch so eine schmerzliche Seite, so diese Vater-Tochter-Beziehung. Also ich habe ihr das praktisch mit erst nach dem 18. Geburtstag geschrieben. Das war so ein Moment, wo ich richtig glücklich war, dass ich ihr Vater bin und dass sie so ist, wie sie ist. Wo ich sie nicht irgendwie anders haben wollte. Danke, dass du bei uns bist.